Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind immer noch in der Mission der Krater und müssen immer noch hier die Tempel zerstören. Was wir allerdings demnächst hinkriegen sollten. Wir haben ja langsam genug Soldaten. 21 jetzt gerade und es fehlen also noch ein paar. Ja, hauptsächlich Schwertkämpfer, Bogenschützen. Kinder sind aber schon unterwegs, also sind schon da für die nächste Truppe. Müssen nur erwachsen werden. Gold muss eingeschmolzen werden. Und ja, Geschwindigkeit hochgestellt werden. Möbel und Geschirr ist noch genug da. Ja, Stein könnte so eine Sache werden. Du schaff mal den Lehmklumpen noch da nach Hause. Dann machen wir dich zum Steinmetz. Wieder. Weil Eisen geht uns langsam hier im Gebirge aus. Gold haben wir schon gar keins mehr. Aber ja, so viel Eisen werden wir auch nicht wirklich brauchen. Ah, wir brauchen aber bald mal wieder Werkzeuge, sehe ich gerade. Bist du Werkzeug? Nein, du bist der Rüstungs- und Waffenschmied. Du bist der Werkzeugschmied. Das heißt, wir switchen gerade mal die Berufe. Ja. Ja. So. Ja, die versuchen hier ihr Dorf wieder aufzubauen, aber ich glaube nicht, dass ihnen das gelingen wird. Jedenfalls sehe ich keine Bauarbeiter hier. Und wie gesagt, ich versuche hier oben rum einzudringen in ihr Territorium. Nicht den direkten Weg über ihr Dorf zu gehen, weil ich glaube, der Weg ist stärker befestigt gewesen. An alles kann ich mich leider auch nicht mehr erinnern, seit ich das damals gespielt habe. Das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. So, unsere Straßen sehen fast schon fertig aus. Ja, hier unten fehlt halt noch. Zum Glück haben wir noch genug Öl. Nahrung wird langsam mehr. Nur Bier ist voll, mehr oder weniger. Gut. Du stellst Eisenwerkzeuge her, finde ich auch gut. Töpferei steht schon länger leer, ist nicht so schlimm. Werkstatt auch. Ja, letzter Bogenschütze und dann nur noch Schwertmacher. Oh, und wir haben erwachsene Wikinger. So, du gleich mal wirst gleich mal Bogenschütze, Stufe 3. So, wir haben noch mehr Erwachsene. Auch. Und ja, wenn ich es gerade so hoch zähle, dürfte das genau aufgehen. Schwertkämpfer, 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 Bier, Kaserne verlassen. Jo.
So, und du bist noch erwachsen, gut. Überall gehen Türen auf und zu. Ja, dieser Pilzsammler findet einfach keine Pilze mehr. Obwohl da oben jenseits des Flusses noch mehr als genug Pilze sind. So, jemand muss noch. Ja, eine Eisenrüstung und zwei Schwerter. Doch, stimmt. So rum ist es richtig. Muss die noch irgendwann abholen. Und das Gold eben. Ja, die Nahrungsversorgung des Außenpostens hier, wenn ich so nennen darf, ist ja eigentlich direkt neben uns im Hauptdorf. Läuft auch gut an. Du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist auch gut. So, und so wie es aussieht, haben wir auch die Straßen, die wir jetzt bis jetzt bauen konnten, fertig gebaut. Also bauen wir jetzt weiter Straßen. Doch mal nach eine Straße nach hier unten. So, das reicht erstmal wieder an Straßen. Alles andere haben wir bereits vernetzt. Ja. Bier und Kaserne verlassen. Ja. So, es fehlen nur noch die zwei Rüstungen und wir haben noch sieben Leute, die ausgebildet werden wollen. Ja, bald wird nur noch halt Bier und Gold geliefert werden. Warten wir mal ein bisschen darauf. Unsere Armee kann ja da eine Weile rumstehen. Weil das Bier hebt ja eine Weile, zum Glück. Und ich habe wieder mal einen Bogenschützen ohne Bier. Hier ist noch einer ohne Bier. Bier ausrüsten. Kaserne verlassen. Bier ausrüsten. Kaserne verlassen. Ja. So, jetzt habt ihr Bier. Du holst Gold. Du holst auch Gold, wenn ich das richtig sehe. Ne, was holst du? Ach, Gold. Ach so, wir haben fast kein Gold mehr hier. Deswegen holen sie es jetzt wieder an der Quelle. Vor allem, weil unser Goldschmied jetzt das Gold, die Goldnuggets aus dem Lagerhaus nehmen muss, weil die Goldmine leer ist. Okay. Schwertkämpfer. Ja. Und ja, wir haben hier jetzt 11 Bogenschützen und 14 Schwertkämpfer und 5, nee, 6 kommen noch. Also haben wir nachher 20 Schwertkämpfer und 11 Bogenschützen. Das sollte reichen,
um da oben einzufallen und uns zum Tempel vorzuschlagen. Wichtig war erstmal, dass wir den Außenposten der Indianer loswerden, bevor die uns angreifen. Beziehungsweise bevor wir ihnen zu nahe kommen und sie uns angreifen. Es wird Gold geholt. Du kannst trainiert werden. Du bist mein Müller. So, da kommt mehr Gold für den nächsten Schwertkämpfer. Du brauchst kurz wieder Gold. Oh, er holt mal wieder Bier. Ja, Bier brauchen wir auch langsam wieder. So, unser nächster Soldat. Wir haben eins in dieser Mission, wie gesagt, das Problem, dass wir keine Verbündeten haben, die ein bisschen Radau machen. Also Minen- und Lehmarbeiterzelt stehen sie schon seit einer Weile leer. Auch kein Problem. Das Geschirr langsam weniger wird, das ist das Problem. So, liefer deinen Stein ab. So habe ich das eigentlich nicht gemeint. Ach so, das ist der Werkzeugschmied, der gerade rumhämmert. Ja, ich glaube nicht, dass ich an das Eisenerz da noch rankomme. Deswegen macht mir aus dem Eisen, was ihr habt, also aus dem Eisenerz, was wir haben, Eisen. Unsere Holzfäller arbeiten ja wenigstens auf Hochtouren. Glaube, der Pilzsammler latscht immer genau zu diesem Wegweiser. Sieht sich um. Ist zu doof. Und läuft wieder zurück. Ja. Auch gut. Die Wegfindung in dem Spiel ist halt und nicht so das Gelbe vom Ei. So, sie suchen beide Gold. Du kannst trainiert werden, dann trainieren wir dich mal. Du hast sehr komische Haare, fällt mir gerade so auf. So, er holt Bier, er holt wieder Gold.